Um Sprit zu sparen, sollte die Fahrweise optimiert werden. Flottes Beschleunigen und rechtzeitiges Schalten in höhere Gänge sind entscheidend. Bei Automatikgetrieben lohnt sich der Eco-Modus. Diese Anpassungen helfen nicht nur, den Benzinverbrauch zu senken, sondern tragen auch zum Umweltschutz bei. Vorausschauendes Fahren ist ein weiterer Schlüssel zum Spritsparen. Vermeiden Sie abruptes Bremsen und lassen Sie den Gang beim Heranrollen an Ampeln eingelegt. Das Umweltbundesamt betont, dass eine Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde statt 120 km pro Stunde den Verbrauch um 15% senken kann. Vermeiden Sie kurze Strecken mit dem Auto, nutzen Sie stattdessen das Fahrrad oder gehen Sie zu Fuß. Dies spart nicht nur Sprit, sondern fördert auch die Gesundheit und reduziert den CO2-Ausstoß. Schalten Sie den Motor im Leerlauf aus, besonders bei Wartezeiten über 20 Sekunden. Dies ist an Bahnübergängen sogar vorgeschrieben und hilft, unnötigen Kraftstoffverbrauch zu vermeiden. Reduzieren Sie den Einsatz von elektrischen Verbrauchern wie Klimaanlagen und Standheizungen. Diese ziehen Energie aus dem Bordnetz und erhöhen den Spritverbrauch erheblich. Reduzieren Sie das Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Entfernen Sie unnötige Ladung und Dachboxen, um den Verbrauch zu senken. Nutzen Sie Energiesparreifen und achten Sie auf den richtigen Reifendruck. Regelmäßige Wartung des Fahrzeugs ist entscheidend. Ein gut gewartetes Auto verbraucht weniger Sprit und ist sicherer. Halten Sie sich an die Richtgeschwindigkeit. Dies verhindert nicht nur Unfälle, sondern spart auch Sprit. Auch ein Fahrtraining beim Profi kann helfen, die Fahrweise zu verbessern und Sprit zu sparen. Im Winter sollten Dachboxen vermieden werden, da sie den Verbrauch um bis zu 2 Liter pro 100 Kilometer erhöhen können. Befreien Sie das Auto von Schnee und Eis, um das Gewicht zu reduzieren. Lassen Sie den Motor nicht im Stand warm laufen, da dies die Umwelt belastet und den Motor verschleißt.